Test, Test, Mikrofon, Test. Ja, das Jahr geht zu Ende, ne, ihr Schweine. Come with me. Hi, ich bin's, Dominik von der Outdoor-Ordler aus Hamburg. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende. In vielen Teilen Deutschlands liegt hoch der Schnee. Hier, wie ihr seht, nicht. Wir haben es jetzt 8, 9 Grad hier nur. Tja, und daher wollte ich euch mal sagen, hier ist es nicht so kalt. Ich habe mal meine Sachen sortiert und so viele Sachen habe ich gehabt, die ich so gut wie eigentlich nie benutze. Und da möchte ich jetzt heute mal so einen kleinen Jahresrückblick machen, so kleine Ausschnitte halt machen, ne? Und ein kleines Giveaway. Wenn ihr Bock habt, schaut es euch an. Ja, und dann viel Spaß, ne? So wie ihr gesehen habt, es geht hier um dieses Messer, um das Böker Magnum Urban irgendwas. Ist ein echt schönes Ding, aber mittlerweile habe ich so viele Messer und so viel Krimskrams angesammelt, dass ich das gar nicht mehr alles benutzen kann und ich einfach nur noch reduzieren möchte auf das, was ich wirklich benutze. Und deswegen, ich möchte es nicht verkaufen oder sonst was, ich möchte es gerne euch schenken. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir ein nettes Kommentar. Ich lasse es dann automatisch auslosen. Ich schreibe den Gewinner natürlich an. Ansonsten wird das auch noch auf der Facebook-Seite bei mir verkündet, wer gewonnen hat. Aber ihr müsst kein Facebook haben. Ich schreibe euch natürlich auch an. Was müsst ihr beachten? Ihr müsst 18 sein und ihr solltet in Deutschland wohnen. Aber davon gehe ich mal aus. Diese laut Statistik, die zwei in Korea, die mir zuschauen, ich glaube nicht, dass sie dabei mitmachen werden. Das Gewinnspiel geht bis Ende des Jahres und Anfang Januar werde ich das dann auslosen und den Gewinner dann schnellstmöglich zukommen lassen. So, ich hoffe, der kleine Jahresrückblick hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Jahr und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Dominik von den Outdoor Outlaws verabschiedet sich hiermit und kommt gut rein und bleibt gesund. Und denkt daran, draußen
ist immer besser als auf dem Sofa, auch wenn es kalt ist. Viel Spaß und frohes neues Jahr.